Wir sind alle optimistisch. Im fernen Jahre 2006 wollte ich irgendwo meine Harry Potter Parodien hochladen und YouTube war damals das einzige mir bekannte Videoportal, wo man Sachen hochladen konnte, ohne Geld bezahlen zu müssen, und darum habe ich das genommen. Dann habe ich irgendwas gegoogelt und bin natürlich auf ein lustiges Katzenvideo gestoßen. Ja, so fing es dann an und dann habe ich schon weitergeschaut, was gibt es denn noch so auf YouTube. Abgelöst vom nächsten großen Hype im Internet, wahrscheinlich interaktives Geruchsfernsehen auf YouSmellMe.com. Ich glaube eher, es wird Netflix für Kinder. Dann glaube ich, dass die Zukunft vor allen Dingen noch mehr Katzen bereithält. Unglaublich viele Katzen. In 10 Jahren bin ich 28. Das bedeutet, da ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um nicht mehr YouTuber zu sein. Ich in 10 Jahren? Ich hoffe, dass ich mich wenigstens unter den Lebenden noch wiederfinde. Der Stress, der immer mit YouTube einhergeht, ist halt kein Ponyhof. Also ich sehe mich immer noch das machen, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn das immer noch YouTube-Videos sind, dann cool, oder? Das heißt, ich muss jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre noch berühmt werden und dann wieder nicht mehr so berühmt. Keine Ahnung, ich plane nicht weiter als 3 Wochen in die Zukunft. Dann ziehe ich mir meine eigenen Stars irgendwie hoch. Die werden dann Mitglied in meinem Netzwerk, an dem ich dann natürlich Anteile habe. Oma, das ist so, wie wenn du früher raus in den Garten gegangen bist, um zu gucken, wie es bei den Nachbarn läuft, und dann anschließend demonstrativ die Rosen geschnitten hast, um den Nachbarn zu zeigen, dass es bei dir gut läuft. Ungefähr so, nur mit mehr Nachbarn. Wenn du das siehst, hallo, heute auch mal nicht nur von meinem YouTube-Channel, sondern auch vom Stern. Hallo Oma. Das Video ist kacke und du bist schwul. Ganz liebe Grüße, deine Oma.